Hier gibt es im Augenblick nichts zu zirbeln. Wir haben ein ziemlich böses Regenwetter. Aber davon lassen wir uns nicht ermutigen. Der wahre New Yorker, der geht bei jedem Wetter draußen rum. Und er freut sich an jedem Baum, den er irgendwo sieht. Was heißen die wahren New Yorker, die Ausländer? Und wir gehen jetzt wieder hier in so ein Metrosystem. Das sind natürlich hier in New York recht schmuddelige Angelegenheiten. Das ist hier so ein bisschen wie Unterwelt. Ja, das ist hier schon echt tief unter der Erde. Ich habe mal ein Buch gelesen über die Menschen, die unterhalb der Erde hier in New York leben. Ja, die Zahl ist nicht so ganz ohne. Men on this ship, but at the given signal, 3,200 men became one. There would be 50, 60 zeros. Remember in the Cold War, we practiced the launching of conventional weapons, but we also practiced. Du hast gesagt, heute ist es nicht so kalt. 9 Grad wird es heute. Ja, da denkst du, da träumst du von. Ich friere wie so ein Schlosshund und ich krieg bestimmt eine Grippe. Ich komme jetzt die dicke Jacke. Tomcat. Also heißt das Flugzeug. Böse Jungs, König. Mommy, come on! So, Fred, do we think that's a very fast one?
Zum Schluss noch hier die Concorde hinter uns. Ja, fand ich gut alles. Haben wir den Regentag ganz gut verbracht. Es ist immer noch kalt. Schatz, lass uns mal in die Fifth Avenue gehen und dann so richtig shoppen. Ja, es hat mir wirklich gut gefallen, das muss ich schon sagen. So habe ich mich immer interessiert. U-Boot werden wir uns jetzt wahrscheinlich nicht von innen anschauen. Das da hinten, das ist Gawler, heißt dieses U-Boot. War eines der ersten amerikanischen U-Boote, was, wenn es aufgetaucht war, Atomraketen abschießen konnte. Da hinten sieht man eine davon. War aber nur 6 Jahre im Einsatz, weil die Amerikaner danach U-Boote entwickelt haben, die auch unter Wasser die Raketen abschießen konnten und atomgetrieben waren. Ja, was soll ich jetzt sagen? Ganz gut. Da wurde viel Reklame drin. Das ist wahrscheinlich nicht so. Oder ist es noch besser? Ja, zur Stadt insgesamt muss ich eins sagen, Heidi liebt ja New York. Ich fahre hier wirklich nur hin, weil ich Familie sehen wollte. Und die werde ich hier an diese Säuserschlucht eigentlich nie gewöhnen. Aber es gibt immer wieder so ein paar Sachen, die einfach schön sind, wie zum Beispiel hier dieses Chaos. Und meine allerliebste Heidi natürlich. Die guckt wieder böse, weil ich einen blöden Kommentar gegeben habe. Aladin, hast du in Hamburg gesehen? Gott sei Dank. So, das ist eigentlich so die Gegend um den Times Square, die man sich hier auch vorstellt. Also das gefällt sogar mir. Ja, das Heidi glaubt das nicht, ja. Ich meine, ich verarsche. Ja. Nein, das stimmt. Das ist... Tell me, will they have this option? You can make it better, sure.